Die Weltelite im Tennisclub SCC, die Top-Herren der Altersklasse Herren 40, standen sich am Finaltag in Berlin in 6 Einzelspielen gegenüber. Die deutsche Meisterschaft kämpften hier der SCC und TC Blau-Weiß Bulsbach. Erwartungen sind immer hoch. Ich habe auch eigene Erwartungen an meinem Spiel, an meiner Person. Die Zuschauer natürlich auch haben große Erwartungen. Die gehen natürlich davon aus, dass wir ganz klar hier gewinnen. Für Spannung wurde definitiv gesorgt. Den Anfang machte ein Topspiel mit Topspielern. Gegenüber standen sich Nicola Kiefer, die ehemalige Nummer 4 der Welt, und Alexander Waske vom TC Blau-Weiß, die Nummer 16 im Doppel. Und das bereits schon zum 3. Mal. Über 3 Sätze wurde gekämpft, dennoch konnte Kiefer das Match für sich denkbar knapp mit 5:7, 6:4 und 10:6 entscheiden. Das Match war sehr, sehr durchwachsen, war eine enge Partie. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt, aber am Ende des Tages zählt das wir. Auch der Schwede Thomas Enqvist vom SCC, ebenso ehemalige Nummer 4 der Welt, packte das Match gegen Wodan Odirach mit deutlichen 6:4 und 6:1. We haven't obviously now played for a long time, so it's nice to see him and play against him again. So he's a nice guy, great player, and it was a lot of fun. Nicht so gut verlief das Spiel für Andreas Strauchmann gegen David Prinosil vom TC Blau-Weiß. Er musste sich mit bitteren 0:6 und 1:6 geschlagen geben. Die ehemalige Nummer 8 der Welt, Arnaud Clément vom SCC hingegen, konnte mit 6:3 und 6:1 gegen Frank Moser durchaus beweisen, weswegen er ein Topspieler immer noch ist. Ebenso gewann Axel Finnberg vom SCC mit 6:4, 2:6 und 10:6 gegen Markus Hilbert. Eigentlich habe ich mich auch ein bisschen entspannt gefühlt, also ein bisschen lockerer, aber vielleicht war das genau das, was mich hat so ein bisschen unaufmerksam wirken lassen, dann vielleicht auch im zweiten, dann ging er schnell weg. Habe dann aber probiert, im Match-Tiebreak mich wieder zu fangen und zu konzentrieren, was dann am Ende ja auch geklappt hat. Die Augen waren am Ende des Tages klar auf das zweite Topspiel gerichtet. Hier standen sich vom TC Blau-Weiß Jiří Novák, Nummer 5 der Welt, und SCC-Spieler Björn Pau, die ehemalige Nummer 55 der Welt, gegenüber. Schnell zeigte sich aber, was Pau drauf hat. Nachdem sein letzter Schlag über das Feld schlug, ging das Jubeln schon los. Ein weiterer Sieg für den TCSCC, 6:4 und 6:3. Somit ein Endstand nach den Einzeln 5:1. Wir haben uns heute nicht so einfach getan. Wir hatten ganz, ganz starke Gegner, schwere Matches. Zwei, drei glückliche Matches, 2 Punkte geholt. Und trotzdem, ich kann mich nur wiederholen, am Ende des Tages deutscher Meister, und das ist das, was zählt. 2000 Zuschauer bestaunten Tennis der Weltelite und werden es bestimmt auch wieder tun, wenn sich die Topspieler erneut auf dem Tennisplatz des TCSCC treffen.